Hallo, liebe Freunde meines Kanals. Kurz vor Weihnachten noch ein weiteres Video und zwar heute zum Thema Synology Disk Station, nämlich ein Unpacking der Disk Station 923 Plus. Hier ist das gute Stück und ich nehme euch jetzt mit zum Auspacken. Wird wahrscheinlich nichts Besonderes sein, aber dann zeige ich euch auch, wie man eine interne M.2 Disk einbaut. Ich hoffe, die funktioniert. Die ist nicht freigegeben von Synology. Ich weiß das. Und dann werden wir noch eine Harddisk von Seagate einbauen und schauen, dass wir das Ganze ans Laufen bekommen. Ja, die Synology 923 Plus ist brandneu in deren Angebot. Wer sich ein bisschen mit Synologies auskennt, der weiß, dass die letzten zwei Ziffern in der Modellnummer so eine Jahreszahl bedeuten, nämlich, dass eben, das heißt es in unserem Fall, dass die 923 eben genau nächstes Jahr rauskommen wird. Naja, so ungefähr jedenfalls. Also, dann gibt es noch die Plus- und die Nicht-Plus-Reihe. Die unterscheiden sich im Wesentlichen in der Länge des Supports, wie lange sie softwareseitig unterstützt werden und auch noch ein paar kleineren Hardware-Sachen unterschieden. Die haben auch im Großen und Ganzen mehr Performance und können dann eigentlich auch, ich weiß es zum Beispiel von den Rackstations, zusätzliche Untermodule für weitere Disks ansteuern. Gut, schauen wir uns das ganze gute Stück mal an und viel Spaß beim Unboxing. So, als erstes machen wir mir die, ziehen wir an diese Lasche und dann geht die ganze Kartonage auf. Kann man auch gut hier am Griff wegschleifen, das Ganze. So. Wie ihr seht, kommen hier zwei Unterkartons zum Vorschein. Ich ziehe mal an dem, der als erstes hier drin ist, schaue mal rein. Hier ist ein Netzkabel drin. Besonders lang ist es nicht. Ja, ist so wie es ist. Immerhin ist eins dabei. Gut. Schneidwerkzeug mal wegtun. So, zweiter Karton. Aha, das ist wahrscheinlich Montagematerial für Disks. Ein Ethernet-Kabel. Ich kann nicht erkennen, was es für eine Kategorie ist. Okay. Ein weiteres Ethernet-Kabel. Ein Netzteil. Das erklärt jetzt auch die Kürze dieses Stromkabels. Okay. Ich hatte eigentlich gehofft, dass das Netzteil in der Maschine integriert wäre. Das finde ich immer ein bisschen schade, dass man da so einen extra Klumpen damit sich rumschleifen muss. Dann haben wir hier Quick Installation Guide. Schräubchen, um Harddisks in die Trays einzuschrauben. Und einen kleinen Schlüsselsatz, um die Harddisks gegen schnellen Zugriff zu schützen. So, das war's. Okay. So, hier kommt jetzt der Moment, wo wir die Schuhschachtel ganz aufmachen. Keiner drin. Und da kommt der eigentliche Star der heutigen Show zutage. Übrigens, hier unten ist noch eine Polster.
Das ist eigentlich ganz hübsch gemacht. Die reist eigentlich ganz komfortabel und sicher. So, das ganze gute Stück ist hier in so einem Vlies eingepackt. Das hat hier seine Öffnung auf dieser Seite. Ich mache das jetzt mal auf. So. Und da habe ich die Synology Disk Station in meinen Händen. Ja, so sieht sie also aus. Von vorne. Sie hat vier Schächte für Harddisks, einen Ausschalter, USB-Port und hier die diversen Kontrollleuchten. Interessant ist aber auch hier die Rückseite. Wir haben zwei Lüfter. Wir haben zwei Ethernet-Anschlüsse. Ich hätte gehofft auf vier, aber das ist anscheinend nur den größeren Modellen vorbehalten. Hier ist der Anschluss für das Netzteil. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Schwarz auf schwarz ist ein bisschen schlecht. Dann haben wir hier, Moment mal, jetzt muss ich mal selbst schauen. Okay, wir haben hier einen Reset-Knopf, der versenkt angebracht ist. Ein USB, noch ein USB, Kensington Lock. Und hier hinter, das ist das, was hier mit Schräubchen gesichert ist und dieser Lasche. Da kann man einen 10 Gigabit Netzwerkadapter einsetzen, um die ganze Sache dann eben auch für Online-Editing verfügbar zu machen. Finde ich an sich eine ganz schicke Angelegenheit. Schön wäre es gewesen, wenn diese beiden Ports hier natürlich von Haus aus 10 Gigabit fähig gewesen wären. So, jetzt gibt es hier noch die Möglichkeit, und das ist auf der Unterseite der Maschine, das seht ihr hier, diese M.2 Module einzusetzen. Und das werde ich jetzt auch gleich mal versuchen. Gibt es hier eine Nummerierung? Ja, da fängt man in der Regel mit 1 an. Und das scheint mir hier relativ einfach zu machen zu sein. Die Klappe war jetzt nicht mit Schrauben gesichert. Gute Sache. Und hier kommt eben zum Vorschein diese M.2-Geschichte. Und auch hier seht ihr, da gibt es schon eine Anleitung, wie man das Ganze einsetzt. Und das Ganze werde ich jetzt mal vornehmen. Also momentan gibt es auch keine Gefahr. Das Ding läuft ja nicht, sind keine Harddisks drin. Da kann man das ohne weiteres reinsetzen. Und so wie ich das hier sehe, müssen wir hier noch nicht mal eine Schraube bemühen, um die M.2, die ich hier von Samsung habe, ist eine 1 Terabyte, so, die hier reinzubekommen. Ich hoffe, dass die von der Synology akzeptiert wird. So, hier ein scharfes Messer. Zip. Schwung ist auf. Es macht eigentlich immer Spaß, sowas auszupacken. Ich hoffe nur, dass ich es nicht wieder einpacken muss. So, da ist das gute Stück M.2 SSD. Ich hole das Schneidwerkzeug mal aus der Bahn. Und ja, da ist es. So. Jetzt die Lasche hier zurückziehen, das Ding runter bewegen und loslassen und schon ist die gesichert hier drin. Sehr schön. So, M.2 drinne. So, das hier in dieser Verpackung ist eine Seagate Evo. Nee, Evo? Wieso Evo? Exo, genau. Die für NAS-Systeme gebaut ist. Die sind jetzt nicht für
die Diskstations wirklich empfohlen, komischerweise. Die wollen diese Iron-Wolf-Disketten, Disketten, sage ich, Harddisks eingebaut wissen. Aber naja, ich habe schon diese Disks in einer Diskstation eingebaut. Video übrigens hier. Ja. Laufen wunderbar. Da hatte ich auch die Disks ursprünglich bei Amazon bestellt. Das mache ich nie wieder. Und diese hier habe ich bei einem anderen Zulieferer bestellt, weil die einfach viel besser verpackt sind. Ja, Amazon knallt die einfach ohne Polster in so einen Karton rein. Und dann wundert man sich, dass die verdüllert ankommen. Die hier habe ich bei einem, wie gesagt, anderen Zulieferer gekauft, mit dem ich sehr zufrieden bin. Und ja, ist halt, wie gesagt, eine Exos. Genau. Exos, nicht Exo. Exos. 18 Terabyte. Nicht freigegeben für diese Diskstation, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So, nehmen wir einen Shuttle mal raus. So, zack. Ja, also diese Shuttles oder Einschübe. Ich habe, das ist jetzt meine erste Diskstation. Ich habe bisher immer nur mit Rackstations gearbeitet. Ich hätte mich gefreut, wenn das aus Metall gewesen wäre mit so einem Moosgummipuffer. Ich weiß nicht, ob die schon immer bei den Diskstations so verplastikt waren. Ja, man baut sie nicht jeden Tag ein und aus. Wäre aber trotzdem hübsch gewesen, wenn man der Sache ein bisschen mehr Solidität beschert hätte. Gut, so wie ich das hier sehe, funktioniert die Montage hier über diese Kunststoffnasen. Das heißt, wir brauchen auch hier wiederum kein Werkzeug, um die Disk einzubauen. So, die steckt jetzt hier noch wohlbehalten in ihrem antistatischen Packung. Also, genau. Ich versuche jetzt möglichst wenig von dieser Disk zu berühren. Natürlich hier vor allen Dingen halt nicht die Unterseite. Früher war das mal eine ganz andere Angelegenheit. Da waren die Dinger hier auf der Unterseite vollgestopft mit Elektronik. Jetzt hat man hier gerade nur noch so ein kleines Board. Also da hat sich auch schon einiges getan an der Controller-Seite. Ich nehme an, dass wir einfach diese Sachen hier rausnehmen. Aha, die Seiten einfach wegnehmen. Ja, ich mache das jetzt bewusst so, dass man da nicht, dass ich keine Beschreibung lese. Ich will das einfach intuitiv erfahren, alles. Ja, intuitiv erfahren. Na, wunderbar. Aha, so, jetzt kommen wir hier der Wahrheit auch ein bisschen näher. Das hier sind, ich ziehe sie mal wieder raus. Moment. Komm, darf ich das? Ja, bitte? Ja? Hm? Okay. Nee, ich sitze schon so gut drin, dass ich die jetzt gar nicht mehr so bewegen kann, wie ich das jetzt mir vorstelle. Aber hier an diesen Seiten, das sind Gummipuffer. Und das ist eine schöne Angelegenheit, denn so eine Platte, die macht jetzt schon einiges an Bewegung mit sich. Und gerade eben so eine Diskstation, die steht ja vielleicht nicht unbedingt im Keller, sondern möglicherweise im Wohnzimmer oder in einem anderen Raum, in dem man lebt. Und da ist es schon gut, wenn dafür gesorgt ist, dass diese Dinger nicht so einen Riesenkrach machen. Und so kann man natürlich Vibrationen ganz gut dämpfen. Und tatsächlich habe ich das hier problemlos reinbekommen. Die ist also jetzt auf dieser Seite ganz gut gesichert. Ich mache das jetzt hier auf der anderen Seite genauso. Ich schaue, dass eben diese Gummipuffer ordentlich sitzen. Und diese Verriegelungsleisten, die kann man nur auf eine Art und Weise einbauen. Und dann drückt man die einfach zu und fertig ist. Die rast dann hier an bestimmten Punkten ein und schon ist die Sache erledigt. Sauber, sauber, sauber. Okay. Und damit, rein damit. Schön gemacht. Gut. Als nächstes werden wir dieses gute Stück in Betrieb nehmen. Das ist natürlich echt alles Plastik, ja. Also echt alles Kunststoff. Gut, nach dem Auspacken kommt das Anschließen. Ich habe die Synology jetzt an Strom angeschlossen und ans Netzwerk natürlich auch.
Und standardmäßig holt sie sich jetzt über DHCP ihre IP-Adresse. Und für die Einrichtung bzw. fürs Auffinden gibt es ein kleines Programm. Das heißt Synology Assistant. Das habe ich mir von der Synology-Webseite schon mal runtergeladen. Und das werfe ich jetzt an. So, das sucht jetzt hier. Hat auch tatsächlich schon was gefunden. Ja, natürlich haben wir das gelesen und so weiter und so weiter. Und sobald das Programm, also dieser Synology Assistant, die Diskstation gefunden hat, werde ich auf meinen Webbrowser weitergeleitet, wie man hier sehen kann. Und ja, hier ist also die Diskstation. Ich sage immer Rackstation, weil ich bisher immer mit den Rack-basierten Systemen zu tun hatte. Das ist jetzt natürlich eine Diskstation. Jo, warum steht hier jetzt Welcome Back? Ich habe das natürlich schon vorher mal ausprobiert. Ist ja klar, ich meine, ich bin ja neugierig und ich möchte euch natürlich mit verlässlicher Information füttern. Deswegen habe ich die ganze Geschichte mal aufgebaut und wieder komplett auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Deswegen steht hier auch Welcome Back. Und DSM on your DS923 Plus has been reset. Ja, das stimmt. Aber die ganzen Schritte, die ich euch jetzt zeigen werde, die sind natürlich genau die gleichen, wie wenn ihr das ganze Ding komplett neu anschließt und einrichtet. Also reinstall. So, install Disk Station Manager. Wir müssen natürlich das DSM erstmal installieren und wir können jetzt natürlich entweder den automatischen Download verwenden für eine komplette Neueinrichtung oder falls ihr eine bestimmte DSM-Version benötigt, könnt ihr die auch manuell installieren. Und zwar müsst ihr das halt auf eurem Computer, dann auf eurem lokalen PC oder Laptop oder Mac, was auch immer ihr jetzt verwendet, dann runterladen und das dann eben entsprechend dann auffinden. So, da gibt es auch einen Link, wie man das ganze Zeug auffindet. Also ist ganz rund gelungen, finde ich. Okay, wir gehen jetzt auf Next, weil ich eigentlich ganz happy damit bin, 7.1.1.9.2.9.4.2.9.6.2 zu installieren. Also auf geht's, Next. Und das Ganze macht sich jetzt auf den Weg und holt sich das von der Synology-Webseite. Ja, und die Installation vom Disk Station Manager geht jetzt auch zack, zack. Also ich glaube, das, was am meisten Zeit in Anspruch nimmt, ist tatsächlich der Download. Und wenn ihr eine flotte Internetverbindung habt, dann ist es im Nu geschehen. So, jetzt warten wir noch ab, bis das Ganze installiert ist. Das ist jetzt schon der Fall. Und Reboot findet gerade statt. Braucht wirklich nicht die tatsächlich angegebenen 10 Minuten. Das ist erfahrungsgemäß erheblich schneller. Ältere Diskstations oder Rackstations, die waren ein bisschen lang. Aber mit den neueren, gerade eben jetzt diese, die hier, die jetzt tatsächlich eine der ersten ist oder der wenigen Synologies, die einen AMD-Prozessor drin haben, die sind echt flott. So, der Reboot ist durch. Ihr seht hier, Welcome to DSM 7.1, Next Generation Data Management begins here. Sehr schön. Okay, ich klicke gleich auf Start. Wir vergeben einen Namen für die Disk Station. Ich nenne sie Woodpecker, also Specht, weil sie klingt wirklich wie ein Specht, der da rumhämmert. Administrator Account, also Admin gibt es schon. Ich nehme jetzt einfach meinen eigenen User-Namen, vergebe mein übliches Passwort. Man kann hier das Ganze noch in diesem Synology Web Assistant darstellen. Das ist so ein Cloud-Service, damit man auch ohne feste IP-Adresse oder ohne dynamisches DNS und so weiter auf sein Diskstation draufkommt. Mache ich jetzt erstmal nicht. Und jetzt wird mein User angelegt. Ja, Safe Password meinetwegen. Ist ja eh bloß zum Spielen. Automatically install important DSM Packages und so weiter. Das ist jetzt so eine Philosophiefrage. Ich persönlich mag es nicht,
Patches und sonstige Sachen automatisch vorgesetzt zu bekommen. Ich möchte darüber informiert werden und das dann händisch machen. Über die Vor- und Nachteile habe ich in anderen Videos schon lang und breit gesprochen. Also ich bin ein Fan von, ich mache es lieber selber, aber da muss man halt auch wirklich dran denken, die Patches dann auch einzuspielen. So, next. Man kann jetzt einen Synology-Account einrichten und so weiter und so weiter. Muss man aber nicht, Gott sei Dank. Man kann auch einen existierenden Account verwenden oder man kann das Ganze hier auch überspringen. Ich sage jetzt Skip. Skip anyway. Man kann jederzeit so einen Synology-Account einrichten und auch diese übrigens erweiterte Garantie, die kostet 60 Euro. Gut, jetzt fragen Sie, ob Sie Device Analytics haben dürfen. Kann man zustimmen, muss man nicht. Das hier ist jetzt tatsächlich DSGVO-konform, denn dieses Häkchen zum Zustimmen ist nicht vorbelegt als Gesetz, sondern als nicht aktiv. So, Submit. Also, los geht's. Jetzt wird der ganze Krempel halt für uns jetzt noch hübsch gemacht. Jetzt geht es darum, dass ein Storage Pool und ein Storage Volume anzulegen. Das mache ich jetzt mit euch. Das habe ich bei meiner Rackstation Video nicht gemacht. Zeige ich euch jetzt. Ich sage jetzt hier Create Now und dann bekommt man das Ganze hier erklärt. Und was ist ein Volume? Was ist ein Storage Pool? Was ist ein Drive? Und so weiter und so weiter. Das kann man hier alles nachlesen. Also Drives, also die Disks werden zusammengefasst zu einem Storage Pool und auf einem Storage Pool entsteht dann ein Volume und ich kann mehrere Volumes haben, ich kann mehrere Storage Pools haben, je nachdem wie groß meine Installation ist und kann dann eben entsprechend loslegen. Das Ganze ist hier wirklich gut erklärt und es wird auch tatsächlich der RAID Type vorgeschlagen, der am besten ist für meine Installation. Zur Auswahl stehen SHR, also SHR ist das Synology-Produkt. Dann gibt es Basic, also praktisch den Standard-RAID-Type und JBOD ist just a bundle of disks. Das heißt, da kriegt man einfach nur ein riesen Volume hingelegt und alles aneinander gekettet. Da gibt es keine Redundanz und keine Datensicherheit. Also SHR würde ich auf jeden Fall vorschlagen, denn man kann mit einer Disk anfangen und kann dann immer wieder Disk hinzufügen und dann wächst auch das Volume und auch die Redundanz. So, man kann dann auch den Storage Pool benennen, muss man aber nicht und kann dann hier auf Next klicken. Ich habe jetzt momentan nur eine Harddisk in meiner Synology, das wisst ihr, das haben wir ja vorhin gesehen und die wähle ich jetzt aus. Wird natürlich jetzt auch gleich gewarnt, dass alle Daten, die da drauf sein mögen, für immer verschwunden sind. Ja, das ist, weiß ich. Diesen Drive-Check, den habe ich schon vorher mal gemacht. Der dauert ewig lang. Der hat einen ganzen Tag gedauert, obwohl es eine flotte Disk ist. Deswegen werde ich den jetzt auch mal erstmal überspringen und klicke auf Next. Und jetzt wird hier nochmal das Ganze zusammengefasst dargestellt, dass ich eben 16 Terabyte zur Verfügung haben werde. Das schrumpft nochmal ein bisschen. Und kann hier tatsächlich doch nochmal den Volume-Namen vergeben, falls ich das wollte. Klicke auf Next. War jetzt zu voreilig. Ich muss hier natürlich noch die Allocated Size angeben und klicke hier einfach auf Maximum und da wird einfach das auch übernommen. So. Next. Jetzt ist die Frage, was für ein Filesystem will ich denn auf diesem Volume dann haben? Und auf jeden Fall würde ich empfehlen, BTRFS zu nehmen. Das ist die Kurzform für Better File System. Und das hat so eine ganze Menge von Vorteilen, die hier auch aufgezählt sind. Deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen, das auszuwählen. Next. Nochmal bestätigen und dann geht's los nach einer kurzen Warnung auf OK klicken und jetzt wird das Ganze angelegt. Das Ganze kann einen Moment dauern, aber hier ist jetzt nichts Großartiges zu passieren, denn wie gesagt, den Check überspringen wir und jetzt wird einfach nur das Ganze zu einem vernünftigen Storage Pool und zu einem Volume zusammengefasst. So, da sind wir. Wir können jetzt eine Quick Tour machen, brauchen wir jetzt aber nicht. Das macht ihr dann am besten auch selbst. Und ich kann auch später über die DSM-Hilfe da mir dann einen Überblick verschaffen. Jetzt wisst ihr ja, ich habe eine
M2 SSD hier drin. Die ist jetzt nicht von Synology unterstützt. Das heißt, ich kann das nicht als Storage Volume konfigurieren. Ich kann aber einen SSD-Cache daraus erzeugen. Und dafür gehe ich auf Create SSD Cache, Mount on Volume 1. Ja, wir haben ja nur eins. Klicke auf Next. Und es wird auch nur ein Read-Only-Cache sein, weil wir nur eine haben. Und RAID Type Basic ist völlig in Ordnung dafür. Wieder Next. Und jetzt kann ich die M2 SSD hierfür auswählen. Das mache ich schnell und klicke auf Next. Ja, alle Daten werden verschwinden. Ich klicke hier auch wieder auf Max und Next und Apply. So, und jetzt, damit haben wir einen vernünftigen SSD Read Cache uns aufgebaut. Das Ganze wird jetzt hier gemountet, das seht ihr hier an dieser Nachricht. Und alles andere ist jetzt Sache des Storage Managers. Im Prinzip können wir hier schon zumachen und uns anderen Dingen zuwenden, nämlich dem Control Panel. Und hier würde ich auf jeden Fall hergehen und beim Network und Network Interface die ganze Geschichte von der LAN-Schnittstelle von DHCP auf eine manuelle Konfiguration umsetzen, denn einen Server auf DHCP laufen zu lassen, ist einfach keine gute Idee, wie ihr euch vorstellen könnt. Und bei mir wird es einfach die IP-Adresse 10 sein. Ansonsten kann man hier alles lassen, wie es ist. Ich sage einfach okay. Und jetzt verschwindet im Prinzip die Diskstation hier aus diesem Browserfenster. Und wenn alles richtig gut klappt, leitet mich DSM automatisch weiter auf die neue IP-Adresse. Warten wir es mal ab. Da ist es schon. Und jetzt haben wir uns praktisch für das DSM neu angemeldet. Und jetzt wollen sie uns diese Extended Warranty andrehen. Ist nicht so nett, wie es hier steht. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, kostet extra Geld. Und ich sage hier einfach Skip for now. Wir sind jetzt hier wieder im Control Panel und auf unserer Netzwerkseite, also alles paletti. Dann kann man natürlich hergehen und schauen, und der gute Administrator macht das auch, und schaut hier bei Update Restore, ob es neueste Updates gibt. ob es neuere Updates gibt. Gibt es aber nicht, wir sind aktuell. Und jetzt wäre der nächste Schritt ins Package Center und schauen, was ist schon installiert und was könnten wir brauchen. Und ich persönlich würde vorschlagen, dass man sich zwei Sachen als erstes installiert, nämlich das Antivirus Essential, kostet kein Geld und tut einen guten Job. Und als nächstes würde ich auf jeden Fall sagen, wir installieren uns den Docker. Und damit ihr die schönen Videos umsetzen könnt, die ich schon gemacht habe. Zum Beispiel Einrichten von Pi-hole, Einrichten von Unbound, Einrichten von Paperless, NGX und so weiter und so weiter. Damit wäre im Prinzip die Grundinstallation von unserer Synology abgeschlossen und man kann jetzt normal damit arbeiten. Wichtig ist jetzt, dass man hier FileStation-mäßig sich einen neuen Shared Folder anlegt. Und ich würde empfehlen, damit man hier auch was tun kann, einen Shared Folder anzulegen, der unsere Dokumente beinhalten kann. Der von Docker ist schon angelegt. Den braucht ihr, wenn ihr meinen Videos folgt. Und jetzt lege ich noch einen Shared Folder an, der heißt eben Documents. Und kann man eine Beschreibung vergeben, muss man aber nicht. Dann kann man hier noch verschiedene Optionen auswählen, aber so wie er ist, ist er eigentlich gar nicht schlecht. Man kann jetzt Verschlüsselung auswählen, wenn man das möchte. Man kann bestimmte Checksum-Features einschalten, kommt jetzt von BTRFS. Und man kann es einfach so lassen, wie es ist, so wie ich es gerade tue, und einfach mit Next schnell durchklicken. Wichtig ist jetzt hier, dass man sich darüber im Klaren ist, was man für Berechtigungen vergeben möchte. Und da ich sowieso der Admin-Gruppe angehöre, habe ich sowieso die entsprechenden Berechtigungen. Wenn ihr einen anderen User habt, könnt ihr das individuell vergeben. So, dann könnt ihr natürlich
das auch auf Gruppenebene machen. Ihr könnt jetzt zum Beispiel sagen, dass Users hier auf jeden Fall auch entweder Lese- oder Schreibrechte haben. Das ist alles möglich. Und wenn ihr LDAP eingerichtet habt, gibt es hier dann eben auch entsprechend einen entsprechenden Eintrag in diesem Dropdown für LDAP-User. Ich sage hier Apply und schon ist unser Documents-Folder da. Und wir können anfangen, da drin Sachen zu speichern. Genauso funktioniert es dann auch mit anderen Paketen und Programmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und die VideoStation zum Beispiel installiere, bekomme ich dann eben auch meine Shared Folder oder es fragt danach, ob ich Shared Folder anlegen will für Videos und so weiter und so weiter. Praktische Sache. Und in einem der folgenden Videos gehe ich darauf ein, welche Pakete ich auf jeden Fall empfehlen würde, über Docker hinaus natürlich, und wie man die dann auch einrichtet. Eins zum Beispiel wäre der Synology Drive. Interessante Angelegenheit, kann man eine ganze Menge mitmachen. Okay, das bringt mich zum Ende dieses Videos. Ich hoffe, es hat euch was gebracht oder es hat wenigstens Spaß gemacht zuzuschauen. In beiden Fällen würde ich mich riesig über euer Like freuen. Noch mehr freuen würde ich mich natürlich über euer Abo, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltet. Und dann auch am besten gleich auf die Glocke klicken, denn dann verpasst ihr auch keins von meinen zukünftigen Videos. Für heute aber vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!